eklig. That's right. Ist irgendwie das Ding Silver Convention, oder? Silver Convention, fly, Robin, fly. Erfinder von Silver Convention ist Dr. Michael Kunze. Für Fly, Robin, Fly bekommt er einen Grammy in der Kategorie Beste R&B-Instrumentaldarbietung. Wir wollten eine Tanznummer instrumental machen. Und dann während der Aufnahme habe ich gedacht, wir brauchen einen Chor, der wenigstens eine Zeile singt, damit die Leute wissen, wie das Lied heißt. Aber wer ist solo erfolgreich? Bei Silver Convention weiß ich nicht, wer sich da rausgelöst hat. Nee. Ich mag diese 70er Musik sehr. Ich mag diese Disco-Film. Penny McLeans Solo-Karriere läuft parallel zu ihrer Zeit mit Silver Convention. 1979 trennt sich die Band. Penny erinnert sich. Wir standen zu dritt gleichzeitig auf. Ramona ging ans Waschbecken, sah aus wie ein Geist. Ich fing irgendwas an, den Koffer zu packen. Und Linda saß am Bett und die Tränen sind ihr wortlos heruntergelaufen. Niemand hat ein Wort gesprochen. So viel zum Vergnügen des Showbusiness. Tolle Stimme, tolle Sängerin. Das war ein super Song, den finde ich heute noch gut. Platz Nummer 10 für Penny McLean und Lady Bump und sie ist heute Abend bei uns, meine Damen und Herren. Hier ist Penny McLean. So itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing with you. It's a Saturday night, and I feel alright. So come on, let's dance. Look at me. All I wanna do is to bump with you. So come on, let's dance. Look at me. Ganz außer Atem. Kurz durch. Hallo, Sweetheart. Hi, so nice. Hallo, Volker. Hallo, schönen guten Tag. Actually, you know what? I'm gonna give you a kiss too. Yeah, give me a kiss. Ach so. Some rouge on my cheeks. I need that.
Was brauchst du? Nichts, wir haben eine kleine Unterhaltung gehabt. Ah, okay. Ja, geht es dir gut, ja. Penny? Ja. Ja. Ein bisschen außer Atem, aber das ist in meinem Alter nicht unnormal. Das ist in meinem Alter auch. Geht das auch so? Ja. In deinem Alter auch? Ich war auch ganz schön außer Atem gerade, ja. Wir sprechen gerade darüber, wie es ist, wenn man in einer Gruppe groß geworden ist und dann als Solokünstler auf der Bühne steht. Ist es für dich leichter gewesen oder war es für dich auch ähnlich wie für Chris Norman? Er ist so ein bisschen komisch, manch rechts und links steht gar keiner mehr. Also es war gleichzeitig und deswegen war kein Übergang. Und ich habe, während ich Silver Convention gemacht habe, gleichzeitig Lady Bump gesungen. Also dir hat nichts gefehlt? Nee, und es war kein Übergang, es war eben gleichzeitig. Ja. Du hast auch noch andere Sachen natürlich ins Rollen gebracht. Ja. Du hast unglaublich viele Bücher geschrieben. Wir haben eine kleine Auswahl da. Unter anderem eins, Penny McLean, Numerologie und Namen. Ihr Erfolg ist berechenbar. Ja, wenn man es kann. Dann denkt man ja gleich, was ist denn da los? So ein komisches Buch, Esoterik und sowas. Ja. Ist aber sehr häufig verkauft worden. Also ein Interesse, ein Markt ist auf alle Fälle dafür da. Erklär uns kurz, was ist Numerologie? Numerologie kommt aus der jüdischen Religionsphilosophie und ist das Wissen über Vokale und Konsonanten. Hat mit dem, was wir unter Esoterik so allgemein jetzt verstehen, eigentlich nichts zu tun. Und das ist aber so ein bisschen wie, ich weiß dann, was in deinem Leben passieren könnte. Und das sage ich dir, also jetzt nicht Horoskop, aber es geht so in die Richtung ein bisschen, oder? Ja, man weiß den Lebensplan von den Menschen und das kann sehr helfen, ja. Ist das denn schön, wenn man weiß, wie der Lebensplan so ist? Ja, also der Lebensplan ist immer schön, weil den hat man gewählt. Nur das Ego ist nicht so schön, das macht dann aus dem Lebensplan irgendwas, was man nicht braucht. Und wenn der Lebensplan jetzt aber eine glatte 6 ist, weil man relativ früh... Nein, dass er so ein Rating gibt's nicht, das gibt's nicht. Also Sie dann können mit den Leuten reden und dann haben Sie, wissen Sie, was da passiert? Ja, hier steht alles drin, was dir passieren wird. Jetzt ernsthaft? Natürlich. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal wissen. Pass auf, ich zeig's dir mal. Penny hat sich vorbereitet. Nur 666 und 4 passiert, oder was? Geboren am 18. Februar 78. Richtig, woher weiß sie das? Internet. Ah, so. Ich verstehe. Und hier ist jetzt das, was sie da für dich errechnet hat. Können Sie wahrscheinlich schlecht sehen, ist ein weißes Blatt Papier. Ja. Penny, einfach einfach ganz kurz erklärt, ohne jetzt den Senderahmen zu sprengen. Was also passiert ich, hier? Nur ganz kurz, ich habe das für jeden gemacht, aber es aber sprengt. Aber mich interessiert es am meisten. Dich interessiert es am meisten. Ich habe damit gerechnet, ja. Also, es ist so, ich kann jetzt nicht keine intimen Sachen sagen. Ja. Ist gerne. Nein. Ja, ach, Frau, geht's doch auf. Ist ja, aber das interessiert uns doch. Erzählen Sie ruhig was Intimes. Also, was bei dir interessant ist schon als Kind, du hast keinerlei Bewusstsein, wenn du allein bist. Geil, jetzt wird's geil. Du kriegst geil. In dem Moment Bewusstsein, wo ein anderer auftaucht. Dann gehst du in Resonanz und dann sprudelt es. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist allein sein. Aber ich glaube, da ist in nächster Zeit überhaupt keine Gefahr. Da kommen doch noch welche dazu, nicht? Steht das auch im Internet? Nee, das steht nicht im Internet. Das steht hier in den 3x2. Siehst du doch. Pass auf, sonst kriegst du noch mal Zwillinge, aber dann. Ach, das steht alles im Geburtsdatum drin, das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ein Plan. Das ist dein Plan. So, was hast du hier für eine Rechnung gemacht, Penny? Das ist ja, die ist ja für dich auch interessant. Ja, da möchte ich ja auch mal wissen, wie es weitergeht. Also bin ich aber nicht am gleichen Tag geboren, ne? Aber es ist jetzt nicht Oliver reich. Es ist ja mit Oliver so, das muss man jetzt sagen, die heiraten immer zweimal. Ja. Oh. Ja, die heiraten immer zweimal. Einen habe ich schon vor. Hast du schon? Bist du schon zweimal? Ja, Treffer. Und da kommt noch, oder? Naja, wäre es doof, darüber zu sprechen, oder? Das wäre jetzt doof, also jetzt gerade so ein Jahr später. Du hast doch, Oliver, du hast noch ein bisschen Zeit bis zum Sarg und bis dahin kann noch sehr viel passieren, nicht? Was soll das heißen? Auch mit 70 heiraten. Ja, da wird sich aber einer zu Hause freuen, wenn ich das erzähle. Penny McLean, meine Damen und Herren, danke schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Penny, danke schön. 6? Ja, 9 bis 7, bitteschön.